Hallo zusammen. Heute möchte ich euch alle aufrufen, an unseren beiden neuen Handverband-Protestmailern teilzunehmen zu den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Da kann jeder mitmachen, nicht nur die, die da wohnen. Und wir wollen den Parteien, die sich jetzt da um eine Koalition bemühen, mit auf den Weg geben, dass sie jetzt endlich was machen sollen in Sachen Cannabispolitik. Das ist ein bisschen unterschiedlich in den beiden Bundesländern. In Schleswig-Holstein sind alle Parteien, die jetzt da an den Gesprächen beteiligt sind, sehr positiv eingestellt. Die haben gute Programme vorgelegt, die haben uns gute Antworten geschickt auf unsere Wahlprüfsteine. Und sogar die FDP, SPD ist aufgeschlossen und kann sich ein neues Modellprojekt zur Cannabis-Abgabe vorstellen, also ein sehr weitgehendes Projekt. Die Grünen sind auch dafür und die SSW ist auch dafür und die Piraten, die da am Rande auch noch eine Rolle spielen, sind auch dafür. Also aus Schleswig-Holstein könnten wir sogar einen richtig großen Wurf erwarten, dass da tatsächlich endlich mal auch eine legale Abgabeform ausprobiert wird. Das wird nur gehen, wenn sich die Politik auf Bundesebene ändert, weil die jetzige Regierung ein solches Projekt wahrscheinlich nicht genehmigen wird. Aber die Bundesregierung ist ja vielleicht nächstes Jahr dann auch schon weg und dann steigen die Chancen auch auf so ein Projekt. Und bis dahin sollen sie mal schön weitermachen mit der Entkriminalisierung der Cannabiskonsumenten. In Nordrhein-Westfalen sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da ist die SPD lange nicht so aufgeschlossen. Aber Rot-Grün hat eine stabile Mehrheit im Gegensatz zu der Zeit vor der Wahl. Die Grünen stehen zur Legalisierung, haben aber scheinbar bisher nicht allzu viel vorgehabt auf Landesebene, sondern verweisen bei der Geschichte eher auf die Bundesebene. Und wir wollen Sie daran erinnern, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, auch auf der Landesebene etwas zu tun, zum Beispiel die geringe Menge heraufzusetzen oder auch über einen Antrag im Bundesrat eine bundeseinheitliche geringe Menge zu fordern, die natürlich über 6 Gramm liegen sollte und vor allen Dingen aber auch eine wirkliche Entkriminalisierung bedeuten sollte, bei der dann bis zu der geringen Menge von mir aus auch nur 10 oder 15 Gramm, dann aber gar keine Strafverfahren mehr eingeleitet werden, dass der Besitz gar nicht mehr strafbar ist, die Leute ihr Cannabisprodukte behalten können und nur dann kann man wirklich auch von einer Entkriminalisierung sprechen. Und das sollten die Grünen jetzt in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen und wir bitten euch alle, daran teilzunehmen, sie daran zu erinnern, dass wir nicht nur Versprechungen erwarten, sondern auch tatsächlich konkrete Umsetzungsschritte. Also kommt alle auf handverband.de und unterschreibt die beiden Protestmailer zu Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Mal sehen, vielleicht tut sich ja was. Seid alle dabei und bis zum nächsten Mal.